Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Nintendo Switch. So, ich habe in der Zwischenzeit, zwischen diesem anderen Video hatte ich ein paar Tage Zeit und habe in dem Spiel weiter versucht meine Kampfkünste zu fertigen und war eigentlich nur am Farmen. Das heißt, ich bin überall am Farmen gewesen, nur um Seelen zu bekommen. Habe wirklich viel gefarmt, also wirklich stundenweise. Bloß das wollte ich euch jetzt nicht antun, das ist ja auch sehr, sehr langweilig. Und habe aber recht viele Level machen können, also mich aufleveln können. Ich weiß nicht, wie viele Seelen das waren, aber das waren bestimmt 300.000, 400.000 Seelen, die ich da gesammelt habe. Bummelig. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was in meinen Lebensbalken oben gesteckt und ein bisschen in die Ausdauer. Und ein bisschen in die Vitalität, Zauberei habe ich nichts reingetan, Zauber ja nicht. Intelligenz habe ich auch nicht reingetan, Wille auch nicht, Resistenz auch nicht. Aber in Beweglichkeit und Stärke habe ich halt viel reingeballert. Ob es sinnig ist, weiß ich nicht, müssen wir dann mal gucken. Aber es hat halt wirklich gedauert und gedauert und gedauert. Ich mache es dann immer so ganz gemütlich mir im Bett oder auf dem Sofa und mache das so nebenbei. Farm so ein bisschen. Macht aber nicht äußerlich viel Spaß. Ich habe es jetzt auch nur gemacht, weil ein paar Leute mir gesagt haben, mein Gott, Level auf, Level auf, Level auf. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt hoffe ich, jetzt bin ich ein bisschen gerüstet für die nächsten Sachen. Apropos, das Schwert, was ich hier habe, das ist eigentlich ganz nice. Das ist das, was wir von diesen Grabfürsten bekommen haben, von der letzten Folge, wenn ihr euch erinnern könnt. Und das habe ich mit Titanen, Diamanten, Steinen aufrüsten können. Plus 2, das heißt, es hat jetzt eigentlich ein ganz nettes Stat, so kann man sagen. Wo ist denn das? Da, Schwert des Grabfürsten. Wenn man genau reinguckt, sieht man 318 plus 53 Attribute EE. Ich glaube, E ist das Schlechteste, ne? Ist natürlich jetzt nicht so pralle, aber ich glaube, für die nächsten Sachen sollte es erstmal ganz angenehm sein. Es schwingt ein bisschen langsamer, ist mir aufgefallen. Das ist ein bisschen öde. Hat aber einen nicen. Ah. So, damit gehen wir weiter. Ich sollte mich ja hier nochmal umschauen, ob ich hier was in diesen Krähennest finde. Und zwar habe ich diese Krähe da oben gefunden. Aber wie komme ich denn da hoch zu der Tante? Ist mir auf. Also ich weiß es nicht. Ich bin hier wirklich, wirklich alles abgelaufen und konnte nichts finden. Obwohl, bin ich hier oben jetzt genau? Doch, bin ich auch, ja. Nee, ich konnte hier wirklich nichts finden. Das ist ein bisschen nervig und schockte mich auch nicht an und schockt mich immer noch nicht an. Aber, gehen wir hier hoch. Hier links irgendwie. Also da sitzt er ja, aber da ist ja kein Nest. Also das ist ja nur wirklich... Da kann man hier längs zum Nest kommen? Nee. Also hier gibt es ja nichts, wo ich hin kann. Und ich weiß nicht, ob ich die hauen soll, die Krähe. Mach's mal lieber nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie wegfliegt und die dann für immer weg ist. Ich kann nochmal hier rumlaufen. Vielleicht ist die ja hier auf der anderen Seite. Es geht ja noch höher, das habe ich gesehen. Aber ich... Abgesehen von diesem Fahrstuhl, den wir haben, um in den anderen Bereich zu kommen, ist mir nichts aufgefallen. Wenn man hier noch irgendwie links kann. Hier hoch. Okay. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Oder können wir da raufspringen? Nicht, ne? So, da unten steht was. Mal hier. Also es geht auf jeden Fall ganz da hoch. Und da oben ist das Nest. Könnt ihr das sehen? Das habe ich auch schon entdeckt. Aber wie komme ich denn da hoch? Aber jetzt muss ja hier irgend so ein Jump-Run-Passage geben. Vielleicht können wir ja mal da links. Kommen wir nicht hoch. Geht. So, es muss also einen anderen Weg geben. Ich habe auch überlegt, ob man durch die Fenster, aber er springt ja leider nicht hoch. Deswegen durch die Fenster kommen wir auch nicht. Aber wir gehen mal da hinten längs, wo der komische Heini sitzt. So. Dieser ist nämlich dieser Typ, der ist jetzt alleine da, nicht mehr mit seinen Freunden, ist mir aufgefallen. Ich habe auch mit ihm geredet. Er sagt mir nur, dass er die Frau aus den Augen verloren hat und traurig ist. Den sagt er, glaube ich, nicht. Oh, habt ihr die Dame gesehen? Nee, da kann man nicht. So, können wir die einmal kaputt machen hier? Ich bin gespannt, wie ich mit diesem Schwert kämpfen werde. Das habe ich mir noch nicht probiert. Es sieht nur nice aus und hat auf jeden Fall mehr Schlagkraft als unser Drachenschwert. So. So, gehen wir hier hoch. So, das da oben. Also, ich glaube, hier habe ich auch schon probiert hochzukommen. Liegt zwar jemand? Ich habe jetzt gedacht, ich müsste vielleicht da, also das Nest ist da hinten, auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier rüber springe,
lande ich ja theoretisch auf diesen Sims und kann vielleicht drumherum laufen. Hab ich noch nicht probiert, probieren wir mal. Warte mal. Können wir laufen? Probieren vielleicht? So, sind wir hier drauf? Hier geht's nicht weiter. Oder gehe ich hier um die Kante noch rum? Komme ich nicht durch, okay. Aber den anderen Weg vielleicht rum? Probieren wir aus. Natürlich nicht. Ah doch, hier kann ich rüber. Okay. Ah, guck mal. Oh, ist es aber tief da, ne? Naja, wenn wir runterfallen, sind wir in der Nähe von einem Leuchtfeuer. Das ist nicht so schlimm. Also nehmen wir schon mal die Krähe. Komm gleich dran. Ah. Bin hier nicht ganz geheuert, glaube ich. Wir laufen hier an der Seite längs. Okay, jetzt sind wir an der gleichen Stelle wie von der anderen Seite und kommen hier auch nicht durch. Hm. Hier rüber gehen? Mach mal. Okay, da kommen wir hoch? Ne, da kommen wir nicht hoch. Aha, aha. Aber wir müssen da hoch. Und da hinten ist auch eine Treppe, wie die weitergeht. Niemals hin. Da kann ich da nach oben rauf, diesen Sims. Was soll ich denn da hinten so? Ist. Komm mal, versuch mal was. Nein! Oh. Okay, also da geht's glaube ich nicht weiter. Hm, aber da leuchtet irgendwas. Müssen wir uns mal angucken. Warte mal, da gehen wir mal hin. Runter? Ja. Geht denn da überhaupt? Ist mir die? Ja, okay. So, wir gehen nochmal hier hoch. Es muss ja irgendwie hier den Weg geben. So, hier kommt man auf jeden Fall auch nicht durch. Durch Fenster oder so. Hier gibt es nur die Fahrstühle, die uns in einen Bereich bringen. Also, ich müsste da oben auf dieses Dach drauf. Aber wie komme ich da hin am besten? Komme ich auch nicht durch? Kann da nicht hinspringen, das ist das Problem. Oben ist auch ein Sims, aber da komme ich nicht von hier rauf rangesprungen, oder? Gut. Geht's runter? Runter und dann. Von unten durch vielleicht? Oder irgendwas? Ne, das ist auch. Mauer, ne? Oder ein Loch da unten auf jeden Fall. Warte mal. Aha! Na, ich bin ja doch nicht so doof. Ich bin. Hier war ich aber schon. Ah, okay, komm und da raus. Na gut. Aber hier waren wir ja schon. Das heißt, wir müssen den Weg wieder zurückgehen. Nein, jetzt sind wir. Obwohl, wir können mal kurz das ausprobieren bei den Skeletten. Haha. Oh. Aufpassen, ja. Aber man muss ein bisschen anders kämpfen, weil das Schwert nicht ganz so direkt zuschlägt wie das andere. Also. Von hier irgendwo? Genau. Das doch. Ja, So, wir gehen mal hier hoch. Muss von hier hinten sein, glaube ich. Also hier geht's nicht, da bin ich auch schon längst gegangen, da geht's nur runter. Da geht's doch noch runter, ne? Da bin ich verkehrt. Hier geht's nicht viel weiter, oder? Ne, genau, hier gibt's noch diese komischen Leiche. Was wir natürlich probieren könnten, wäre... da hinten zu. Aber da komme ich ja nicht rum weiter. Man kann auch keine andere Stelle, wo ich hinspringen kann. Mal auf. Vielleicht. Hier irgendwo. Hilf mal raus. Oh. Okay. Nicht so geil. Na, wo wir jetzt sind.
Okay, wieder. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da raushüpfen kann. Dabei muss man auch stehen bleiben irgendwie. Irgendwie vielleicht dann direkt runter. Also hier ist eine Mauer. Da. Oh. Da war ein Loch. Okay, jetzt bin ich hier. Hier seitenlinks können. Oh, hier geht's einen Weg. Hier. Hinten liegt eine Leiche. Also ein. Da denn hin? Wie soll man da denn hinkommen? Mhm. Weiß nicht, ob ich. Tief runter, ne? Aber kann ich da rüberspringen? Oder muss ich da rüberspringen? Wo muss ich denn rüberspringen? Da bringt es ja nichts, da komme ich nicht weiter. Hier könnte ich aber reinlaufen in dieses Feld da. Probieren wir mal. Auch springen, ne? Das ist ja diese Sprungpassagen, denn dafür ist das Spiel einfach ungenau. Finde ich. Also, widersprecht mir, wenn ihr das meint. Huch. Oh. Okay, das war behindert und dumm. Probieren wir aber gleich nochmal. Ich glaube, man kann da auf jeden Fall rüber. Oh, was ist ein Ausgang? Raus! Hm? So ein Scheiß. Natürlich auch ein langer Weg wieder zurück. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Also ich glaube, so soll man das machen. Warte mal, das machen wir jetzt auch. Sehr umständlich, aber auch. Aber das ist ja auch ganz interessant, ne? Wie beim anderen Spielen. Einfach mal so. Das ist mal so eine Geschicklichkeitskomponente, die ist natürlich auch ganz nice. Was? So was. Ich bin nämlich nicht gut, aber wir trinken mal vor was. Denn wir wollen ja nicht sterben. So. Also, wir nehmen den Fahrstuhl hier. Ach so, da müssen wir mal gucken. Da war ein Loch, ne? Da müssen wir an die Seite raus. Ah, guck mal. So. Also, sind wir hier. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch da runterrollen. Mal probieren. Oder muss springen, ne? Oh, ich hab schon wieder. Doch gar nicht. Was ist für ein behinderter Scheiß? So wenig Anlauf irgendwie. Geht das? Okay, wir probieren es nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der richtige Weg ist. Oder vielleicht doch auf das andere. Wir versuchen erstmal auf das andere Teil zu laufen. Das ist, glaube ich, einfacher. Komm schon. Erstens mal. Muss ja alles ausprobiert werden. Ja, okay, wenn Leute zuschauen, die das noch nicht gesehen haben, beziehungsweise mich noch nicht spielen haben sehen, muss ich vorab sagen, ich kenne das Spiel wirklich nicht. Und, ich probiere natürlich viele Dinge aus, wo sich einige Leute dann im Kopf fassen. Aber. Nur dadurch schaffe ich es ja irgendwie vielleicht. So, hier hoch. Und mal wieder in den Fahrstuhl rein. Oder geht es vielleicht noch eine Etage höher? Auch mal testen. Glaube aber nicht. Da oben kommt ja nichts mehr. Wo ich stehen könnte. So. Ninja-Rolle. So, jetzt versuchen wir da hochzugehen. Ich. Nicht? Arschen. Komm. Okay, mit der Rolle geht's. So, jetzt sind wir hier bei der Treppe. Die wir gesehen haben auch schon. Auch hochgehen. Oh, vorsichtig. Jetzt könnte ich natürlich hier runterhüpfen und das Ding holen. Dann muss ich aber den ganzen Part normal machen wahrscheinlich. Aber ich mach's trotzdem mal. Denn ich will wissen, was da drin ist. Schlüssel Untoten Asyl West. Okay. Keine Ahnung, wo das ist, aber hier leuchtet auch noch was. Das leuchtet nur da so raus. Ich dachte, ich könnte da irgendwie... Ja gut, jetzt bin ich hier oben. Kann ich auch wieder zurückkommen? Oh ja, da kann ich gleich wieder rauf. Oh! Nein! Shit! Oh, ein Kack. Okay, das Ganze nochmal. Aber da wir es ja wissen, gehen wir kurz mal zu dem Feuer und heilen uns da. Weil, gut daran ist ja, jetzt haben wir uns geheilt und haben alle unsere Flakons wieder. So.
Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall hoch zu diesem Nest. Ich glaube, wir gehen ja noch weiter. Da. Da seid ihr runter. Gut, das ist zu schwer, was jetzt doch nicht, aber ich finde, das ist schon sehr mit Timing. Oh, siehst du? Eine Rolle zu viel. So ein Scheiß. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Den müssen wir da killen. Zeit für. Und ich überlege ganz am Anfang des Spiels, wie man hier abgekackt hat bei den Skeletten und immer hier hingerannt ist, um Tricks zu machen, hier runterzuspringen, damit man die erledigen kann. Und jetzt ein müder Schlag. Und die sind weg. Oh, ups. Ah. Dieses. Also das Geschicklichkeitsding ist nicht so meins. Merke ich selber gerade. Wo ich Super Mario natürlich liebe, aber das kann man leider auch nicht vergleichen. Ja. Dieses Schwert ist zwar schön, aber verbaut dann ab und zu die Sicht so ein bisschen, finde ich. Ja. Hm? Okay. Okay. So, jetzt sind wir wieder oben. Jetzt springen wir natürlich nicht aufs Dach, jetzt gehen wir hier weiter. Da ist nämlich noch eine Treppe. Sehr steil. Da kann man rein. Irgendwas? Nein. Da ist das Nest. Ran. Zusammenrollen? Achso, das ist wie das mit dem Sarg wahrscheinlich, ne? Seht ihr jetzt irgendwas? Werde ich ausgebrütet? Es passiert gar nichts. Jetzt hier nur dumm rum. Oh, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Es ist ja ein abgespacedes Spiel so ein bisschen, ne? Es ist geil gemacht, muss man sagen. Das ist echt aber abgefahren. Schön, Slow-Mo. John Woo lässt grüßen. Ich will nur das weiße Tauben im Hintergrund hochfliegen, wenn ich kämpfe. Hm. Ich bin gespannt. Aha. Hat er gesagt, ich bin ein Ei und springt mich von ein. Was ist denn das für eine diebische Elster ist das? Kuckucks. Kuckuck ist das, der liegt. Ja, ja, eine falsche. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Weiß ich nicht. Ein Schild voran. Dafür gibt hier irgendwo ein Leuchtfeuer. Okay, die sind ja. Wie viel Ausdauer haben die nicht? Gar nicht. Da ist noch ein Nest. Ich bin noch von hier oben gekommen, ne? Kann ich hier verschiedene Nester fliegen? Da drüben auch noch ein Nest? Keine. Da kann man auch runter irgendwie. Da ist nichts. Ach, kann man hier runter? Mal. Ich habe gelernt, man muss alles durchforsten. Durchforsten. Ach, guck mal, da liegt sogar jemand. Seele. Seelen sind immer gut. Ich. Ja, weil wenn man nämlich nicht genau guckt, ist man auf einmal irgendwie verloren. Oder guck mal, da ist noch ein Krähennest, da gehen wir mal hin. Mir warm, gib mir weich. Hä? Hä, was war denn das? Hat hier irgendjemand geredet? Naja. Ich sehe ja niemanden. Hä? Hm, keine Ahnung.
So, tauchen wir mal weiter runter. War merkwürdig. Gut gemacht, weiter geradeaus. Ach, das ist doch hier, wo ich gegen diesen Riesenheini gekämpft habe, oder? War ganz am Anfang. Oder zumindest sieht es genauso aus. Ich muss, ich weiß nicht, ich finde das Schwert echt gut, aber das ist wirklich zäh. Genau, das ist genau da, wo ich... Genau da, wo wir waren mit dem. Da hinten geht es nämlich runter. Hier bin ich. Genau, hier ist es. Das betätigen wir gleich mal. Cool. Kann ich aufsteigen eigentlich? Das ist natürlich sehr geil. Mal wieder am Anfang. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen mehr Power, deswegen. Leuchtfahrrasten regenerieren. Ja, das ist der Anfang hier, ne? Tatsächlich der Anfang. Müssen wir, gibt es noch einen anderen Weg hier? Weil da sollen wir doch bestimmt nicht hin. Hat ja keinen Sinn. Gehen wir mal hier rein. Oh, da hinten ist... Da hinten ist ja noch die wie heißt denn das? Ach, ich habe ja hier regeneriert, stimmt. Gut. Aber hier hinten sind ja die... ist ja dieser Weg, wo wir rausgelaufen sind. Wieder durch? Na klar. Abgefahren. Lustig ist das. Ist noch ein Leuchtfeuer. Nehmen wir auch mit. Lieber das hier. Ist wahrscheinlich dichter dran. Und was auch immer. Okay, hier geht's durch. Okay, da war früher ein Bogenschütze da oben. Das ist da nicht mehr. Jetzt ist da so ein... Eieiei. Ein komischer Ritter. Die müssen wir wahrscheinlich beseitigen, aber können wir mit denen auch hier hinten kämpfen? Kann ich hier reinlocken? Da ist mir, ist mir zu eng hier. Wir testen es mal. Ich will ja auch gar nicht kämpfen. Doch, will er. Ah, wir laufen mal ein Stück. Yes! Alter, mit diesem Ding macht es richtig Spaß. Er haut ja echt einfach alles weg. Hammer gut. Hammer gut. So. Gehen wir durch. Wir sind schon langsam im Wasser. Puh. Haut schon ganz gut rein da, das. Oh, warte mal. Heilen. Ist sicher? Achso, ah, das ist die, das Tutorial sozusagen, ne? Das ist ein Typ drin. Den können wir ja mal reden. Der will nicht viel reden. Oh. Oh. Das wäre der Schlag gewesen. Sag du Arsch! Einfach, warum der mich angegriffen hat. Schuld. Warum hat er mich angegriffen? Ich habe ihm noch gar nichts getan. Hm. So.
Hier geht's irgendwie nicht weiter, oder? Wir gehen jetzt mal weiter. Mach die Kugel runter. Okay, hier jetzt langsam. Feuert, ne? Da wieder hochgeschleppt ist die Frage. Okay. Oben kennen wir den Weg, ich geh mal hier unten links. Oben kommen wir ja nur zu diesem Monster hin. Den wir mal gekämpft haben. Okay, dann sind wir hier wieder, okay. Aber vielleicht muss man die Seite ja auch aufmachen, damit wir da ganz schnell durchkommen. Okay, dann gehen wir nach oben links. Bammel. Okay, man kennt die Gegend. Okay, den müssen wir dann mal. Ja, hier sind wir durchgegangen und auf ihn runtergesprungen. Nein. Oh. Guck mal, hier können wir den Schlüssel benutzen. Okay, gehen wir weiter. Ach, scheiße. Ich dachte, man könnte es kaputt hauen. Sieht so bröckelig aus, ne? Aber kann man gar nicht. Kann man gar nicht. Oh, hier liegt was. Rosteter Eisenring. Nö. Verbessert die Balance. Okay, da haben wir ja den anderen, den Wolfsring für. Ja, da kommen wir auch nicht wieder hoch, oder? Verdacht. Links. Sieht immer. Mit ab und zu sehen die immer so aus, als ob die kaputt hauen kann. Aber das ist einfach nur nichts. Nur noch hier. Man probiert es immer wieder, ne? Okay, gehen wir in die Richtung. Okay, da kann man reingehen. Gehen wir hier rein. Hier waren wir doch schon. Hey, bin ich an der gleichen Stelle rausgekommen wie... Was soll das? Um den Weg verpasst? Wahrscheinlich, ne? Nochmal da längs laufen. Das ist ja bescheuert. Hier weiß ich gar nicht, hier war ich gar nicht drin vorher. Ja. Achso, ach, ich verlaufe mich hier komplett. Gut. Hier waren wir ja schon. Das heißt, wir hätten da oben. Also für irgendwas muss das ja gut sein, dass wir die Tür aufgemacht haben. Dann nochmal hinlaufen. Gucken, denn. Orientierungssinn, den Hund habe ich. So. Witzig. Da. Also man geht hier rein. Und dann kann ich praktisch auch nur diese Treppe hier runter. Und lande dann ja, aber... Was bringt mir das, dass ich diese Tür hier aufmachen kann? Sehe ich gerade nicht. Nicht hier? Hä?
Macht überhaupt keinen Sinn, oder? Oder bin ich jetzt irgendwie... Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal da runter gehen. Da kommen wir. Das ist doch bescheuert. Also das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich den Schlüssel aufgemacht. Aber es gibt nichts da. Oh, warte. Das verehrte Dämon, wo ist der denn? Oh! Okay! Shit! Die habe ich überhaupt nicht gerechnet. Was ist das denn, Alter? Okay. Also, unsere Sachen müssen wir wieder wiederholen. Hier raus, ne? Ist ja mal bescheiden. Da haben wir richtig viele Seelen, die er noch hatte von mir. Wer ist das denn doch? Ach, guck mal. Der ist ja auch bescheuert. Warte, machen wir erstmal die beiden fertig hier. Okay, sehen wir. Dann geht's hier irgendwo runter. Wo kommt er denn her? Gut, komm her. Halt. Na, weg hier. Trinken. Alter, ist das Ding riesig. Und nichts gegen den letzten hier. Oh. War dumm. Oh shit. Ja, das war's mal wieder. Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Der ist, glaube ich, ein bisschen stärker als gedacht. Aber habe ich den irgendwie klein bekommen. Gut ist, dass meine Sachen immer da irgendwo liegen, ne? Ne, die liegen jetzt unten drin. Das ist ja auch super. Oh, warte mal. Unsere Sachen wiederholen hier. Wo die sind? Da hinten die Idee. Lauf, lauf! Ah, lauf! So. Bin ich daran an den. Ich habe Angst vor dem, muss ich zugeben. Okay, kann man sich davor schützen? Überhaupt? Okay, er hat jetzt erstmal alles platt gemacht hier. Ist gar nicht so schlecht. Heil. Er macht alles kaputt und ich kann... Vielleicht ein bisschen besser kämpfen. Das
frei ist. Alter, der haut aber auch Arm raus, der Assi. Okay. Der ist echt nicht gerade easy zu nehmen. Oh Mann. Kann ich mal was trinken hier? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn für eine Reichweite? Oh. Jetzt aber. Setz dich auf mich rauf. Er setzt dich auf mich rauf, die fette Sau. Oh, ey, das ist doch... Ich hab jetzt schon mein ganzes Leben verbraucht. Das Ding haut zu. Aber ich finde auch mein... Ich meine, er macht zwar Schaden, mein Schwert, aber ey, es ist so langsam. Okay, wir gehen jetzt nochmal an. Gott sei Dank ist er ja nicht weit weg. Ich guck nochmal wegen meinem Schwert hier. Das nervt mich so ein bisschen. Nicht so viel Schaden, aber irgendwie damit besser klar. Wir testen es mal mit dem. Kommt er irgendwann hier rüber auch? Auch bin ich ihm so ein bisschen egal, ne? Ich nicht irgendwie... Ich mit dem Pfeil und Bogen abschießen? Okay, das habe ich gesehen. Das mag er mich nicht mehr. Aber das, der haut aber auch einen Schaden raus. Was kann ich denn dagegen machen? Mit Blocken? Unmöglich. Das Problem ist, wenn ich ihn anpeile irgendwie, ich krieg überhaupt nicht, kann gar nicht sehen. Also ich darf ihn glaube ich nicht anpeilen mit dem Zeug hier, mit der automatischen Zielerfassung, weil irgendwie finde ich, ist man da komplett gearscht. So, ich probiere es mal ohne die automatische Zielerfassung. Und die nervt mich wirklich so ein bisschen. Ja.
So, wo liegen meine Sachen? Auf der anderen Seite natürlich. Warten wir, bis er rübergeht, dann holen wir unsere Sachen. Oh Mann! Nervt das mal ein bisschen. Wie kann der denn echt einen noch treffen von da hinten? Guck das an! Ja! Okay. Da brauche ich wohl ein paar Angänge, würde ich sagen. Das geht mir auf den Sack, das Viech. Was ist ein anderes Schwert jetzt? Okay, probieren Sie mal. Wurde mich gekillt da hinten. Meine Priester. Hinkriegt wieder mit diesem. Ja. Was ist ein Schwanz abhauen? Dagegen kann ich echt nicht viel machen, ne? Wir machen, ey. Oh Mann. Ich habe gar keine Flakons mehr für ihn. Okay, aber ich glaube, ich habe eine kleine Taktik rausgefunden, wie ich ihn killen könnte. In der nächsten Runde sollten wir ihn schaffen. Dieses Umrunden und so war ganz gut. Und immer Schild hoch und runter. Und am besten mal von hinten. Überlegen, ob der das... Also das meiste blockt mein Schild, ja? Da ist es gar nicht. Mein Schwert haut ja auch ein bisschen Schaden raus. Also tun wir das Ganze nochmal. Oh.
Ehrlich gesagt, unser Mann natürlich jetzt in der Mitte liegt irgendwie. Wieder heilen. Können wir aber gleich schon hier mitmachen, Mike. Bauen wir uns ein paar. Und den Flug aus. Unsere Sachen liegen hier vorne. Die holen wir gleich. Wir sehen ihn doch an, damit wir ihn gut umkreisen können. Das verstehe ich nicht, warum man das nicht blocken kann irgendwie. Einen großen Furz rauslässt, ne? Na guck mal, weiß nicht, wo das herkommt. Guck mal, wie der ich muss glaube ich hier. Okay. Mist. Oh, ich glaube, ich werde mal da. Ach, das ist doch kacke. Jetzt habe ich meine Menschlichkeit ja auch. Ich werde gut ein paar mehr von den Flakons hier gebrauchen. Statt 10 bräuchte ich wahrscheinlich 15, 20, 1000. Ja, nur 5 hier fällen gerade auf. Deswegen schaffe ich es auch nicht. Okay, warte mal. Ich habe ein paar. Ich habe ja ein paar Menschlichkeit. Ich habe nur noch 2, fällt mir ein. Gut, passt ja. Mal welche irgendwo herbekommen. Ich habe gehört, Ratten haben die. Ja, das mal mit Ratten. So, Menschlichkeit darbieten. Ja. Ja, das Grabfürsten. Noch irgendwas von den Grabfürsten noch bekommen, da was anderes. Grabfürst Schwertanz. Ein Schauen wir mal. Kann. Kann ich damit jetzt machen? Ich teste es an. Okay, der ist ganz cool, dann holen wir es gleich nochmal wieder. Aber ich weiß nicht, ob wir den mitten im Kampf benutzen können. Das ist die zweite Frage. Müssen wir mal testen. Solange wir den zum Aufladen brauchen, werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. So, jetzt haben wir 10 Flakons, vielleicht schaffen wir es jetzt. So, sind wir hier hinten. Wir machen einmal kurz die Heilung. Voll geheilt sind. Hm.
diese Sachen wieder. Und dann versuchen wir mal den Zauber an ihn, oder? Okay, das brachte gar nichts. Ja, mein Schwert, mein... nicht so viel gebracht. Bin wahrscheinlich auch gar nicht getroffen. Gegen dieses. Wieso komme ich gegen dieses blöde Ding da nicht an? Okay, diesen Zauber nutzen wir gleich natürlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie anders versuchen zu killen. Ach, ein bisschen frustrierend. Aber lasst euch dabei sein bei allen Versuchen. Könnt ihr schön gucken. Fast eine Stunde das Spiel. Testen wir es nochmal. Also das braucht jetzt gar nichts da, dieses Feuerding. Wahrscheinlich, vielleicht wirkt das auch nicht gegen... Was soll ich... So, ein bisschen rein. Nein, da bin ich noch nicht. Wir werden uns heilen. Und dann versuchen wir das jetzt mal zu schaffen. Ja. Das ist so blöd, da kann ich nichts sehen, da muss ich nicht aus dem Fokus rausnehmen. Was kann man denn dagegen machen? Kann man da überhaupt was gegen machen? Leute. Das ist doch echt beschissen, dieses der Wind da.
halt nicht an hier. Okay, soll ich trinken? Ah, Mann! Komm, wir haben ihn fast. Ja, das war klar. Okay, müssen wir aufpassen. Wir haben ja fast. Oh nein! Ja. Das ist doch nicht mal ernst. Oh! Alter, guckt mein Lebensbalken oben an. Guckt euch meinen Lebensbalken oben an. Oh. Das war mit dem letzten. Mit dem letzten Schlag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. 20.000 Seelen gibt's dafür. Nehme ich dankend an. Oh, irgendwo war hier ein Ausgang, ne? Da hinten. Eieiei, Heidewitzgerl. Hier wird's gerade wieder ein paar Menschlichkeiten. Was sind wir hier? Ja, das ist ein Ritter. Dahinter ist ein Bele. Hier längs. Hier. Würde ich vorhalten. Also wir gucken mal ganz kurz, wo wir sind. Und vielleicht können wir dann ja nochmal kurz am Leuchtfeuer irgendwas machen. Hier irgendwo rauskommen. Soll ich das anders machen? Wir nicht, klar. Und dann kümmern wir uns kurz um den Ritter da unten. Was der so zu verbieten, verstecken hat. Um es natürlich hier drin in so einen Gang zu kämpfen, ist immer ätzend. Nervt mich auch total, aber... Halt. Oh, da kommt schon. Ritter, Großschwert, roter Brocken. Das nehme ich auch mit. Auf jeden Fall unsere Waffen auffrischen. So, was steht denn hier überhaupt alles? Leerer Angriff. Achso, hier waren wir ja schon mal. Okay. Hier hinten. Das. Kann hier rein überall? Okay. Aber hier ist auf jeden Fall auf. Merkwürdige Puppe. Gut. Haben wir eine merkwürdige Puppe? Vielleicht ist sie so ähnlich wie unsere andere Puppe, die Voodoo-Puppe da, die wir haben, dass sie uns bei irgendwas hilft. Gut. Aber genau hier sollte, weiß ich auch nicht. Gegen den Typen kämpfen wahrscheinlich. Und nun heilen wir uns nochmal kurz hier vorne gleich. So. Wir haben auch ein bisschen geübt.
hier raus. Okay, das ging gar nicht. Ja, das geht einfacher. Okay, kriegen wir schnell was. Naja, vielleicht ging es alles um diese Puppe. Dann können wir jetzt ja wieder zurück. Denk mal, wie beim Sarg ins Nest gehen. Umrollen. Und wieder wegfliegen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es ausgehalten habt, eine Stunde lang mit mir. Bis dahin, tschüss.